Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Squadrons. Eventuell die letzte Mission, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Wir wechseln wieder zu den Rebellen oder zur Neuen Republik. Komm zu uns. Ardo hat bestätigt, was du schon geahnt hast, Kyo. Der Commander ist tot. Ja. Du weißt, er hat das Richtige getan. Die Zivilisten haben uns gebraucht. Der Commander hat Vanguard dorthin entsandt, wo wir am meisten gebraucht wurden. Natürlich. Dafür hat er gekämpft. Deswegen tut es so weh. Egal, was als nächstes passiert, das ist das Ende. Deswegen wollte ich nur sagen, ich weiß, dass wir noch nicht lange zusammenfliegen, aber es kommt mir so vor, als wärst du schon immer hier gewesen. Ich glaube, ich spreche für uns alle in Vanguard, wenn ich sage, dass es mir eine Ehre war, an deiner Seite zu kämpfen. Ich weiß, wir haben eine Mission. Aber wir haben auch einander. Wir stützen uns, geben uns Schutz. Da draußen passt du auf mich auf und ich auf dich, egal was passiert. Na gut. General Syndulla wartet im Besprechungsraum auf uns. Gehen wir? Boah, voll die traurige Untergangsstimmung, ey. Okay, General Syndulla, da habe ich natürlich Bock drauf. Auf die gute Hera. Boah. Es tut mir leid, dass unser erstes Treffen unter solch tragischen Umständen erfolgt. Uns allen wird Linden fehlen. Wir stehen an der Wand. Vanguard hat das Imperium abgewehrt. Aber wir müssen die zivilen Ingenieure in Sicherheit bringen. Du musst konzentriert und einsatzbereit bleiben. Linden sah einen Anführer in dir. Nein. Eine Inspiration. Das ist die Willensstärke, die wir brauchen. Besprechen wir die Lage mit den anderen. Uns bleibt kaum Zeit. Dank deiner Arbeit an den Kommunikationssatelliten hat die Amboss-Staffel unseren Notruf gehört und uns mit Linden Javes genug Zeit für Reparaturen verschafft. Aber die imperiale Flotte hat die Schiffe der Amboss-Staffel nun umzingelt. Sie können nicht fliehen. Deswegen stürzen wir uns wieder in den Kampf. Wir müssen allen genug Zeit für die Flucht verschaffen. Wir lassen niemanden zurück. Ardo glaubt, dass wir immer noch eine Chance haben. Es mag drastisch klingen, aber die Idee ist folgende. Der Mond ist äußerst instabil und die imperialen Schiffe haben sich um ihn herum positioniert. Wenn wir den Starhawk mit dem Kern des Mondes kollidieren lassen, sollte die Schockwelle die imperialen Schiffe zerstören und uns die Flucht ermöglichen. Vorausgesetzt, wir sind schnell genug. Wie? Der Traktorstrahl des Schiffs feuert unkontrolliert, wenn er überladen wird. Wenn wir ein paar Korvetten in den Strahl kriegen, können sie den Starhawk ziehen und beschleunigen. Vanguard-Staffel, ihr fliegt als erstes. Ihr müsst den Weg freiräumen und den nächstgelegenen Sternenzerstörer ausschalten. Korvetten begeben sich anschließend in den Traktorstrahl und setzen den Starhawk in Bewegung. Er sollte freie Flugbahn haben. Verteidigt unsere Flotte, falls das Imperium bemerkt, was wir vorhaben. Sobald der Starhawk mit dem Mond zusammenstößt, wird die Schockwelle jedes imperiale Schiff in Reichweite erfassen. Aber auch euch, wenn ihr nicht schnell genug zurückweicht. Es ist riskant, aber das Aufopfern des Starhawks ermöglicht uns die Rettung unserer Flotte und der Ingenieure, die weitere Starhawks bauen können. Die Zukunft der neuen Republik hängt hiervon ab. Bringen wir es zu Ende. Oha, okay, krass. Du solltest wissen, dass Linden immer in höchsten Tönen von dir geredet hat. Er hat niemals vergessen, was du für ihn bei Foster Haven getan hast. Ich weiß, Krieg erfordert seine Opfer. Selbst als das Imperium Mon Cala angegriffen hat, musste ich einen kühlen Kopf bewahren. Aber Linden war mein Freund. Er wusste genau, was er tat, als er Terissa herausgefordert hat. Aber das macht es nicht leichter. Die Overseer hat sich zurückgezogen, aber die anderen imperialen Schiffe haben uns weiterhin eingekesselt. Du und Vanguard, ihr seid unsere letzte Chance. Ich glaube an dich. Doch was noch wichtiger ist, ich glaube an die Vanguard-Staffel. Linden hat uns Zeit verschafft. Ich weiß, dass ihr sie gut nutzen werdet. Auf zu deinem Schiff. Jeder Augenblick zählt. Alles klar, ich bin bereit. Aber erst nochmal mit Hera quatschen. Wir konnten sämtliches Personal des Starhawks evakuieren. Ingenieure, Techniker, Mechaniker.
Wir haben heute einen enormen Verlust erlitten. All jene, die bei Nadiri ihr Leben ließen. Und Linden. Aber es war nicht umsonst. Solange wir überleben, gilt das auch für Projekt Starhawk. Und somit auch für die Zukunft der neuen Republik. Zum Glück hat das Imperium nicht die Kontrolle über Nadiri erlangt. Sie waren zu beschäftigt, damit uns zu verfolgen. Ich habe bereits die Meteor- und Hagelstaffeln in Sand, um die Werft zu sichern. Jetzt muss uns nur noch die Flucht gelingen. Auf zu deinem Jäger. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Komm schon, schau mich an. Ich habe keine Angst. Wir werden das überstehen, wie immer. Warum bist du so sicher? Weil wir uns niemals im Stich lassen, darum. Wenn wir die Sache hier durchgezogen haben, und das werden wir, was hast du dann vor? Das ist nicht das Ende des Krieges, Frisk. Es ist lediglich ein weiterer Kampf. Schon, aber ich glaube, wir haben uns einen langen Urlaub verdient. Warst du schon mal in der letzten Runde auf Nasha da? Beste Kantine in ganz Outer Rim. Was für ein Glück. Einen Moment lang dachte ich wirklich, du würdest unsere Lage ernst nehmen. Schon seltsam, wohin einen das eigene Gewissen führen kann. Es hat mich weg von meinen stiefelleckenden imperialen Eltern bis hin zu diesem Moment gebracht. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich sie nicht vermisse. Trotz ihrer Ansichten sind sie immer noch meine Eltern. Und meine Schwester. Aber in der Vanguard-Staffel habe ich eine neue Familie gefunden, der ich bis zum letzten Moment treu bleibe. Was als nächstes passiert, ist unser Vermächtnis. Ein Vermächtnis, das ich nur zu gerne mit euch teile. Ja, du, Gani und Kyo, ihr tut ja alle so, als wäre das hier das Ende. Bin ich der Einzige, der nicht vergessen hat, dass wir die Vanguard-Staffel sind? Wir müssen überleben. Wer soll denn sonst die Galaxis retten? Genau. Dann mal los. Man lässt nicht jeden Tag einen Starhawk in einen Mond krachen. Ich denke auch. Können wir nochmal mit Kyo quatschen oder so? Ne, sieht nicht so aus. Alles klar, wir können fliegen. Und können alles wählen. Du musst für diese Mission in Topform sein. X-Flügler, Y-Flügler, U-Flügler, A-Flügler. Die Wahl liegt ganz bei dir. Und ich glaube, ich gehe doch lieber mit dem X-Wing, oder? Okay, Leute, ich habe mich nochmal umentschieden. Wir nehmen den Y-Wing, wir nehmen den Bomber. Denn ich glaube, wir brauchen den, um den Sternzerstörer zu zerstören. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Deswegen, wir nehmen den Bomber. Wahrscheinlich kann man ja sowieso nochmal wechseln, wenn es denn ganz schlimm wird. Klar. Eliminiert den Sternenzerstörer, damit wir den Starhawk in Position bringen können. Was mit den ganzen Feinden hier? Anschläge, General? Zielt auf die Subsysteme, um es zu schwächen. Dann schlagt mit allem zu. Okay, ein paar Feinde haben wir immerhin ausgeschaltet. Das war schon mal nicht schlecht. Wir sollten als erstes uns um die Schilde kümmern. Und vielleicht auch um die Turbolasergeschütze. Ah, die Schilde sind noch aktiv. Oh mein Gott. Ich versuch's ja! Ich komm nicht raus. Okay, ich... Okay, alles gut. Wir haben's. Jo, ich muss erstmal ganz kurz ein bisschen Abstand gewinnen, Leute. Die Schildgeneratoren des Sternzerstörers ausschalten. Dann haben wir freie Schussbahn auf ihre Systeme.
Jawohl, okay. Wenn wir die Zielerfassung oder die Energiesysteme ausschalten, haben unsere anderen Schiffe bessere Chancen. Zumindest eine der Schildgeneratoren ist hin. Okay, jetzt haben wir beide. Wir sollten erstmal ganz kurz Abstand gewinnen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Unsere Schilde halten aber noch. Schild nach hinten ausrichten. Alles gut. Okay. Das war's mit Ihrem Zielsystem. Zielsysteme sind ausgeschaltet. Wir haben wieder ein bisschen Verstärkung bekommen hier, Unterstützung bekommen. Du bist wieder sicher. Flieg weiter. So, hier das nächste Subsystem angreifen. Oh, verdammt, der dumme Traktorstrahl schon wieder. Oh nein, ich werde attackiert. Ich werde attackiert, Leute, ich brauche Hilfe. Okay, wir konnten uns, glaube ich, aus dem Traktorstrahl ein wenig befreien, Gott sei Dank. Müssen jetzt aber wieder auf unsere Schilde achten. Wir haben keine Schilde mehr. Richten die jetzt mal ganz kurz nach hinten aus. Packen alle Energie auf die Schilde drauf, dass sie sich auch schneller wieder aufladen. Okay, alles gut. Ausgleichen und der nächste Anflug. Okay, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Zum Glück weiß ich schon einigermaßen, wie man Sternzerstörer relativ gut und einfach kaputt bekommt. Ah, dieser verdammte Traktorstrahl andauernd. Oh, ich werde erfasst, ich werde erfasst, ich werde erfasst. Könnte man nochmal abwehren, aber wir dürfen jetzt nicht mehr festgehangen werden hier. Bei den Bombern sind wir natürlich extrem langsam. Okay, wir sind raus aus dem Traktorstrahl. Sind wir natürlich extrem langsam und haben so das Problem, dass uns der Traktorstrahl relativ leicht erwischen kann. Aber wir haben es schon fast. Okay, der ist kaputt. Können wir da trotzdem noch drauf feuern? Ja. Dann mal einen schönen Schuss hier hin. Geil! Alles klar. Wir sammeln uns beim Starhawk. Es scheint, als ob das Signal aus dem Starhawk kommt. Was? Aber er wurde evakuiert. Warte, ist es Linden? Wir müssen sicher gehen. Er gibt nicht zur Quelle des Signals, bevor es zu spät ist. Hat der überlebt? Ist der jetzt da drinnen? Der ist ja beim letzten Mal da reingeflogen. Okay, verteidige die Korvetten. Das dürfen wir hinkriegen. Die sind hier vorne. Jetzt haben wir natürlich nicht den optimalen Jäger dafür. Und wahrscheinlich werden die jetzt von vielen Jägern attackiert oder so. Oh ja, ich sehe schon. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall um die Bomber kümmern. Die sind am gefährlichsten hier. Oh Mist, der macht das. Ein kleiner Droide schafft so viele Reparaturen.
Relativ gut. Ich sehe es. Den kriegen wir, bevor er da ist. Yes, okay, einen haben wir. Wo ist der andere hin? Den hat man schon eine Rakete auf den Hals gejagt. Aber ich glaube, er hat es überstanden, leider. Ja, da ist er noch. Okay, den haben wir trotzdem bekommen. Alles gut. Oh, ich darf da nicht reinfliegen, natürlich, weil ich sonst immer vom Traktorstrahl erfasst werde. Boah, aber hier ist irgendwo ein Gegner. Ich versuche ja mein Bestes. Das gibt's nicht. Wie viel hält denn der aus, der Teilbomber hier, ey? Oh, wie lange müssen wir das denn noch halten, ey? Das war daneben. Oh, die eine ist fast kaputt. Das ist nicht gut. Scheiße, die haben eine. Ich sehe es. Okay, einen haben wir direkt. Den haben wir auch. Wir haben sie fast. Es ist nur noch ein Bomber irgendwo. Ich sehe ihn nur gerade nicht. Okay, da ist er. Ich glaube, wir haben es. Das wäre mal was Neues. Wohin fliegt unser Schiff? Ich habe sie zurückgestellt. Das Ziel des Starhawks hat ihre Triebwerke überlastet. Es liegt an euch, der Mann. Verlass dich auf uns, General. Puh. Der Starhawk gewinnt an Geschwindigkeit. Ist aber immer noch an. Vanguard, verteidigt den Starhawk auf jeden Fall. Ich versuche mein Bestes. Den Bogen zwischen den beiden Felsen. Es ist eine Schande, den Starhawk so zu verlieren. Okay. Er wurde gebaut, um die imperialen Flotten aufzuhalten. Und genau das wird er auch tun. Dank Teresa, aber sie mag von allen. Wir haben einen neuen imperialen Kreuzer entdeckt. Seid auf der Hut. Einen neuen imperialen Kreuzer? Die wissen nie, wann Schluss ist. Oh, verdammt. Okay, wir müssen unsere Energie umleiten auf die Waffen. Das bleibt nicht viel anderes übrig. Die Starhawk kriegt auch schon gut Schaden. Wir müssen den Kreuzer erledigen, Leute. Erstmal die Schilde weg. Okay, jetzt Feuer. Frei mit den Bomben. Schilde umleiten. Oh, wir können so lange ballern mit dem Ding. Das ist so Hammer. Okay, wir müssen langsam aufpassen, wir haben keine Schilde mehr. Oh Mann, ich brauche Nachschub, Leute. Ich versuche ja mein Bestes, den zu erledigen. Schilde ausgleichen. Feuer, komm, der muss jetzt draufgehen. Oh verdammt, wir haben keinen Schuss mehr. Wir haben ihn, okay. Wir haben es geschafft. Imperialer Kreuzer zerstört.
Oh Mann. Hervorragende Arbeit, Leute. Ein weiterer imperialer Kreuzer. Och was, nein. Noch einer. Na gut, heizen wir ihn mal so richtig ein. Hallo, wie sieht es aus? Der Starhawk ist auf halbem Weg zur Zielgruppe. Oh, wir sind so zu langsam, wir müssen ein bisschen mehr auf Speed gehen. Jeder an Bord der Temperance verlässt sich auf uns. Und du hast sie noch nie enttäuscht. Es wird auch heute so bleiben. Okay, jetzt alles auf die Feuerkraft. Wir versuchen mal hier hinten hin zu navigieren, wo uns die Autogeschütze nicht treffen. Das können wir nicht durchziehen, das können wir nicht durchziehen. Das klappt nicht, das klappt nicht. Aber die Bomber war die richtige Wahl hier in dem Match hier. Oh, Leute, ich krieg richtig dicke Schaden. Ich bin leider auch fast zerstört. Wir haben ihn, wir haben ihn. Ich bin noch... Ah, nein! Ach, Mist! Okay, diesmal werden wir jetzt alles besser machen. Feuer! Okay, der erste Anflug war schon mal sehr erfolgreich. Diesmal machen wir es, diesmal machen wir es. Wir waren eben zu offensiv, glaube ich, und haben uns zu wenig bewegt. Immer schön die Bomben abwerfen. Höhenbruch steht kurz bevor, das ist nicht gut. Ich weiß noch nicht, ob man danach nicht noch einen Kreuzer besiegen muss, eventuell. Ich brauche meine Raketen wieder. Oh, so war das nicht geplant. Ja, ich sehe es ja, ich sehe es ja. Komm, noch eine Rakete und Feuer! Den holen wir uns jetzt. Und noch ein Kreuzer weniger. Gut gemacht. An deiner Seite. Hey Arno, siehst du das auch? Bestätigt. Feindliche Jäger nähern sich. Boah, ich häng da irgendwie. Wow. Ich häng da irgendwie richtig drin fest, ey. Okay, jetzt auch noch feindliche Jäger überall. Die haben schon mal ordentlich welche erwischt, glaube ich. Das war nicht schlecht. Oh, das ist ein Bomber, oder was? Nee. Okay, ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin. Wir legen mal Energie auf die Waffen. Die kommen langsam, aber sicher kommen sie. Ach, wir haben keinen Down bekommen. Ärgerlich. Aber jetzt holen wir sie uns. Ich kann doch nicht schießen. Okay, mehr Energie auf die Waffen, glaube ich. Oh, da kommt sogar noch so ein Raider. Oh, da kommen mehrere Kreuzer nochmal. Das ist nicht gut. Ich krieg selber ganz schön viel Schaden. Okay, einen haben wir nochmal erwischt. Nein, wie? Ich keine Munition? Ich brauche Muni. Okay.
schaffen es hier raus, oder Kyo? Na los, kommt schon! Vanguard-Staffel, Abflug! Nerven behalten, oh, geil, müssen wir noch fliehen? Oh shit, ich hab nicht den richtigen Flieger dafür. Ja, ich setz alles auf Speed, Mann. Ich spüre die Schockwelle direkt hinter mir. Ich spüre Trümmer vor mir. Da wäre der A-Wing jetzt richtig cool. Oh mein Gott. Alter, sieht das krass aus. Können wir die auch zerschießen? Nee. Einfach ausweichen, einfach ausweichen. Machen wir mal ein bisschen Schaden draufhauen. Boah, wie geil. Ja, Frisk hat auch ein Problem, der ist auch ein Bomber. Ich komm, Linden, ich komm. Mann. Aber wir sind noch relativ weit vorne. Ich bin hier. Jetzt nicht unvorsichtig werden. Die Wolken sehen alle gleich aus. Ich sehe Licht. Aufpassen. Ja, hier den Drift zu machen ist natürlich gefährlich, Leute. Aber ich muss ja irgendwo speeden. Lichtgeschwindigkeit! Oh, das ist so cool! Mission abgeschlossen! Der letzte Flug der Starhawk. Ah, gut, haben leider nicht viele Dinger bekommen. Hoffnung ist wie die Sonne. Wenn du nur an sie glaubst, wenn du sie siehst, wirst du es nie durch die Nacht schaffen. Ach. Die neue Republik steht vor großen Herausforderungen. Doch dank der Vanguard-Staffel sind wir dem Frieden näher als je zuvor. General Syndulla opferte einen Starhawk für die Chance, eine ganze Flotte bauen zu können. Und bei Nadiri werden wir uns die Waffen schmieden, mit denen wir das Imperium endgültig herausfordern. Der Krieg geht weiter. Doch wir stellen uns ihm mit neuem Mut. Von Helden inspiriert, die für unsere Freiheit fliegen, während wir der Dunkelheit der imperialen Unterdrückung entkommen und uns in das Licht einer neuen Ära begeben. Tja, und damit war es das tatsächlich. Krass. Was für eine Mission nochmal am Ende, obwohl ich die vorletzte sogar noch geiler fand mit diesem Quasi-Bosskampf. Ich fand ihn richtig cool gegen den Linden. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass sie den wieder zurückgebracht haben. Ich weiß nicht, ob sich das sogar nicht besser gefunden hätte, hätten sie gesagt, der wäre down. Ach, oder der hat sich jetzt irgendwie geopfert mit dem Ding. Aber was für ein cooles Spiel. Ich hätte nie erwartet, dass die Story hier so cool gemacht ist. Also wirklich unfassbar coole Story. Hat mir unfassbar gut gefallen. Man wurde richtig schön langsam reingeführt in das Ganze. Klar, der Prolog, na, war jetzt vielleicht nicht das Spannendste. Gerade diese imperiale Seite vom Prolog war jetzt relativ okay. Aber, mein Gott, war das dann cool zum Ende. War das cool. So, wir drücken einmal überspringen und gucken, was wir bekommen. Story abgeschlossen. Du hast die Einzelspieler-Story abgeschlossen und dafür die folgenden Gegenstände erhalten. Schau sie im Anpassungsmenü an, um sie auf sie zuzugreifen. Alles klar. So, und zwar ist es einmal das hier, Starbird-Staffel. Sieht ganz cool aus, wie ich finde. Gefällt mir eigentlich.
Und beim Imperium ist es diese hier. Unterdrückung sieht auch ganz cool aus. Gibt natürlich auch noch ganz viele andere Lackierungen, die man dann so im Multiplayer freischalten kann. Das hat man auf jeden Fall bekommen, wenn man den Singleplayer durchgespielt hat. Mir hat der Singleplayer, wie eben schon erwähnt, richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, denn damit war es das jetzt mit dem Singleplayer. Vielen, vielen, vielen lieben Dank natürlich fürs tolle Dabeisein, fürs immer wieder kommentieren und sagen, dass das hier alles sehr viel Spaß macht. Auch natürlich fürs Input geben, fürs Mithelfen und so weiter. Also von daher, danke sehr nochmal an euch alle. Das war's mit dem Star Wars Squadron Singleplayer. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und damit dann bis zum nächsten Projekt, ne? Ciao, liebe Leute.